Hallo liebe GRK-Fans, die Sommerpause ist nun bald zu Ende, so melden auch wir uns wieder zurück und zwar mit einem neuen, aber doch bekannten Gesicht beim GRK. An dieser Stelle herzlich willkommen zurück beim GRK, lieber Franz. Wir freuen uns sicher alle, ein erfolgreiches Gesicht wieder in Rot-Weiß zu sehen. Du bist jetzt der neue Trainer der neuen zweiten Kampfmannschaft vom GRK 1902. Erzähl uns doch gleich als erstes, wie ist es eigentlich zu deiner Rückkehr jetzt gekommen? Ja, da hat es schon im Vorfeld Gespräche gegeben mit dem Harry Hanek und dem Heinz Kahner, wo sie, das war beim Geburtstagsfest vom Heinz, mich einmal kontaktiert haben, ob das für mich interessant wäre. Und ja, wie gesagt, der GRK ist für mich interessant. Und da haben wir uns zusammengesetzt und das hat eigentlich von Anhieb an gepasst. Und da haben wir das eigentlich dann im Februar, März schon fixieren können. Wie genau setzt sich der neue Kader der zweiten Kampfmannschaft zusammen? Ja, auch da haben wir eine klare Linie verfolgt, und zwar, dass wir den jungen Spielern eine Chance geben in der zweiten Mannschaft. Das heißt, wir werden immer jahrgangsmäßig uns aufstellen, heuer vermehrt also auf die Spieler der U17, die jetzt rausgerutscht sind, setzen. Zusammen mit der Akademie Steiermark haben wir, glaube ich, ein ganz gutes junges Team auf die Beine gestellt. Hast du dich da bei der Zusammenstellung des Kaders ein bisschen mit dem Gernot Blasnecker abgesprochen? Oder ist das rein zwischen dir und dem Mainz Kader gelaufen? Nein, wir haben schon also mit Gernot sowieso Gespräche geführt, wie er sich das vorstellt. Auch in Bezug auf diese Spieler, die oben dann nicht in der Kampfmannschaft zum Einsatz kommen. Und da hat er mir auch klipp und klar gesagt, dass er nur diejenigen Spieler unterschicken wird, die auch in diesen Jahrgängen sind. Das betrifft dann, wenn er nicht spielt, den Heinemann und den Kehic. Und sollte ein Spieler länger verletzt sein, kann es dann schon sein, dass er mal ein Spiel bekommt, dass er sich wieder herantastet. Aber ansonsten ist das Grundgerüst von meiner Mannschaft. Ich habe 19 Spieler im Kader und eben diese zwei, drei Spieler, die, wenn sie nicht spielen, noch dazustoßen können. Warum habt ihr bewusst auf vielleicht ein, zwei routiniertere Spieler im Kader verzichtet, die als Führungsspieler gehen könnten? Ich denke so, die Jungs in der ersten Klasse bekommen kein Geld. Ja. Ich denke, einen routinierten Spieler zu holen, entspricht auch nicht meiner Philosophie. Ja, ich möchte mit den Jungen arbeiten, den Jungen eine Chance geben. Vielleicht schafft es der eine oder andere in den nächsten Jahren einen Sprung in die Kampfmannschaft. Das wäre natürlich der Sinn der Arbeit. Und gut, ein routinierter Spieler hilft da zwar in der Meisterschaft oder im Spiel, aber wir sind in der ersten Klasse. Ich denke, da ist es noch nicht notwendig, dass wir auf solche Routine setzen. Seit wann trainiert sie jetzt bereits und wie schaut das Training jetzt aus in den ersten Wochen? Ja, es gestaltet sich ein bisschen schwierig, weil die Burschen bis 15. Juni noch im Meisterschaftsbetrieb gesteckt sind. Und ich habe ihnen bewusst auch 10 Tage dann kurzfristig Pause gegeben, dass sie sich ein bisschen vom Fußball erholen. Habe vor 2,5 Wochen mit dem Training begonnen und trainiere jetzt noch bis heute, also bis zum 9.7. und gebe ihnen dann wieder 10 Tage Pause, weil alle Schüler sind im Prinzip, die brauchen mal komplett ein paar Tage, dass sie abschalten können, und ich starte dann mit der zweiten Saisonvorbereitung am 20. Juli und dann haben wir noch 3 Wochen bis zur Meisterschaft. Haben dich die ersten beiden Niederlagen in den Testspielen ein bisschen beunruhigt? Im Grunde genommen haben Testspiele wenig Aussagecharakter. Ja. Man muss das auch ein bisschen differenzieren. Ich denke, wir haben schon vorher ein Spiel gehabt gegen die Kaffenberg U17-Mannschaft, wo wir 7-4 gewonnen haben zu Hause. Dann spielen wir das erste Mal in Wölfenbrunn gegen eine Gebietsliga-Mannschaft. Ich war mit dem Spiel am Dienstag sehr zufrieden mit meinen Burschen gegen einen Unterligisten. Es war schon ein bisschen was zu erkennen. Natürlich, was fehlt, wenn man jetzt die Spiele jetzt betrachtet, 4 Tore, 5 Tore, 3 Tore gegen uns. Und daran müssen wir arbeiten, weil sonst würden wir nicht jedes Mal 3-4 Tore schießen. Wir sind immer für ein paar Tore gut, aber das wird in der Meisterschaft immer schwierig werden. Du hast so vieles Verschiedenes erlebt in deiner Laufbahn, Red Bull, Bahrain, steirisches Unterhaus als Trainer, Spieler, warst du Meister, Cupsieger in Österreich. Was glaubst du, können die jungen Spieler von dir lernen? Also, ich setze mal, das ist für mich ganz wichtig, auf Disziplin. Ja, ich glaube, das ist wichtig für einen jungen Spieler, dass er eine Ordnung hat, dass er vielleicht auch, dass ich ihm auch etwas ein bisschen mit auf den Weg geben kann von der Einstellung her. Ich glaube, das Wichtige ist auch als Trainer, dass man psychologisch gut arbeitet mit den Jungs, weil man auch weiß, dass sie viele Fehler machen. Und ich denke, da muss man ihnen die Sicherheit geben
und dass sie auch wissen, dass sie Fehler machen dürfen. Wie ist dir deine ziemlich kurze Zeit in Bahrain in Erinnerung geblieben? Ich würde sofort wieder fahren. Ganz ehrlich sagen, ich war begeistert. Es war meine erste Auslandsstation oder bis jetzt einzige Auslandsstation. Ich habe früher eigentlich immer Angst davor gehabt. Aber den Sprung damals mit dem Schmidt Klaus und mit dem Nikasberg Josef gewagt. War eigentlich eine Bauchentscheidung von heute auf morgen. Aber ich habe diese Entscheidung nie bereut. Ich muss ehrlich sagen, im Gegenteil, schade, dass die Zeit nur so kurz war. Und ich hätte gerne mehr gesehen und gelernt im Ausland. Das war eine fantastische Erfahrung. Du hast ja in deiner Karriere doch ziemliches Pech gehabt, was Verletzungen angeht. Vor den großen UEFA Cup Spielen gegen Inter Mailand, gegen AS Monaco hast du dich kurz davor verletzt. Denkst du da oft noch ein bisschen mit WM und zurück an solche Spiele? Keine Sekunde, wenn ich ehrlich bin. Ich werde zwar des Öfteren darauf angesprochen. Es ist so. Ja. Ich denke, ich habe auch viel riskiert in meinem Sportlerleben. Aber gut, ich war bei jedem Training 100% im Einsatz und habe immer alles gegeben und kann ich mir nichts vorwerfen. Das ist halt passiert und ein anderer hat vielleicht davon profitiert. Und das freut mich auch für ihn und ich bin da keinen irgendwas neidisch. Jetzt zum Abschluss noch, was sind deine sportlichen Ziele als Trainer mit der zweiten Kampfmannschaft? Wie gesagt, das Wichtige ist, dass die Spieler sich persönlich weiterentwickeln. Ja? Dass jeder eine Entwicklung macht, die positiv ist, wird mir nicht bei jedem gelingen, glaube ich. Aber als Mannschaft, da schiebe ich eher in den Hintergrund, ja? Weil das Ziel eben ist, dass man die Jungs den einen oder anderen in die Kampfmannschaft bringt. Als Mannschaft natürlich möchte man vorne mitspielen. Ich glaube, die Jungs haben das Potenzial. Wenn die Jungs das schaffen, dass sie eine konstante Leistung bringen über die Saison hin, glaube ich schon, dass wir unter den ersten fünf landen können. Und dann schauen wir mal. Also strebt sie auch einen Aufstieg an mit der Zweier Kampfmannschaft? All along, auf alle Fälle, ja. Weil wir natürlich auch wissen, dass das nichts bringt, wenn wir in der ersten Klasse rumtümpeln. Und die Kampfmannschaft steigt dann vielleicht in die Landesliga auf oder irgendwann einmal in die Regionalliga. Und da ist einfach der Abstand dann zu groß zur Kampfmannschaft. Also sollte das Ziel auch in den nächsten Jahren, sage ich einmal, mittelfristig zumindest Unterliga sein. Und vielleicht kennst du ja unsere obligatorische Schlussfrage, die wir jedem stellen. Wieso gerade der GRK? Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin lieber bei einem Verein, der damals war, also der GRK immer so Underdog und ein bisschen so der kleinere Verein. Das reizt mich viel mehr. Ich habe einen guten alten Freund gehabt, das ist der Franz Scholz, und der hat zu mir gesagt, das ist ein Nobelclub der GRK. Vielleicht deswegen auch dieser Weg. Ja. Okay, dann hoffen wir, dass der Weg noch weiterhin aufführt mit der zweiten Kampfmannschaft. Vielen Dank für die kommende Saison und danke für das Gespräch. Ja, danke.